Achtung. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin's mal wieder, euer Wolfi von den Provinztagern. Und der Basti ist auf jeden Fall auch mit dabei. Servus, Leo. Ein Baum frei. Und noch ein Kumpel ist ebenfalls mit dabei mit einer sehr schönen Sonnenmaschine. Und ja, wir haben jetzt hier erst einmal was ausgebuddelt. Und was es genau ist, zeige ich euch nach dem Intro. Leute, herzlich willkommen erstmal. Und zwar, wir haben jetzt hier mit seiner Sondelmaschine, ich zoome jetzt mal kurz drauf, die ist auch wunderschön und die gibt 0,05er Signale, 10er Signale, also sämtlichen Schrott. Wir sind jetzt schon ein bisschen hier angelangt. Wo wir natürlich sind, werde ich nicht sagen. Irgendwo mitten tief im Wald natürlich. Und ja, was wir hier drinnen gefunden haben, zeige ich euch jetzt einfach mal. Und das ist dieses schöne Teil. Das ist dieses schöne Teil. Vielleicht weiß es einer von euch, was das genau ist. Auf jeden Fall, ich vermute mal, durch eine Bordschützenkanone oder so halt, ne, dass es halt runtergekommen ist. Ist definitiv ein schöner Fund fürs erste Mal. Ne? Also in der Hinsicht, sage ich mal, bis zum nächsten Fund. So Leute, hier haben wir das nächste Signal. Ein stabiles Signal. Holla die Waldweh. Da gucken wir jetzt mal, was es ist. Wird der Basti jetzt weiterfilmen. Ja. Alter Vater, schon wieder eine. Alter Vater, hoffentlich finden wir heute nicht nochmal welche solche. Ne? Wieder schöne Patronenhülse. Keine Übungsmunition, ist verschossen, sieht man schon. Krass, wir haben wieder eine gefunden, Leute. Bis zum nächsten. So Leute, jetzt sind wir wieder zum nächsten Fund. Da drüben müssen wir kommen. Da sieht er ja schon, habe ich jetzt schon mal eine Markierung gemacht. Da haben wir einen Fund. Und hier haben wir einen Fund. Und es ist einfach nur idyllisch hier. Vor allem hier ist so ein kleiner Wall, ne? Was heißt klein, der ist schon 1,20 Meter hoch. Führt halt hier entlang und geht halt ein wenig runter. Ne? Und ja, jetzt gucken wir uns erst einmal die zwei Signale an. So schaut's aus. Mensch. Eigentlich schon fast oberflächlich. Ja, da ist es schon. Was ist das? Was ist das? Ein Draht. Okay, dann kommen wir gleich mal zum nächsten Fund. Machen wir erst einmal wieder zu hier. Ist ja anstandhalber, weißt du. Muss es sein. So, zu ist es. Metallstückele lege ich da hin. Nehme ich mit. Rucksack habe ich an Bord. So, dann kommen wir hier zum nächsten. Müsste eigentlich auch schon fast oberflächlich sein. Deswegen kratze ich jetzt einfach mal ein wenig an der Oberfläche. So Leute, ich habe es jetzt gefunden. Alter, was ist das denn bitte? Alter Vater, ey, was ist das denn, Leute? Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Holla die Waldfee, was finden wir hier? Scheibenkleister. Also ich, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall eine Vermutung. Das ist auch so von Abwehrdings da, keine Ahnung. Und da fehlt hier hinten die Kappe oder so, ich weiß nicht. Weil das ist ja voll verbogen, ey. Krass. Ansonsten bis zum nächsten Fund, Leute. So, ein Kumpel von mir, der hat jetzt was entdeckt. Das ist offensichtlich zu sehen gewesen. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Ja, okay, man sieht schon, glaube ich. Das ist ein Tabakbeutel. Keine Ahnung. Ist irgendeine Tasche. Voll mit Moos. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ab in die Beschreibung, Kommentare. Ja. So Leute, zum nächsten Fund. Haben wir was vom Bund. Reinzig, ja, auf jeden Fall. Da haben wir wieder eine Übungspatrone haben wir. Eine Übungspatrone haben wir wieder. Ist natürlich verschossen, macht nicht. Ja, die ist verschossen. Die ist definitiv verschossen. Vorne ist offen. Hinten keine Kennzeichnung. Ist definitiv eine Übungspatrone. Sagen wir mal wieder bis zum nächsten.
So Leute, ey, das schaut doch wirklich krass schön aus, oder? Wenn man das so hinterguckt. Wow. Selbst hier. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben den nächsten Fund, Leute. Den haben wir hier, wurde noch nicht rausgehoben. Ich habe schon gesehen, dass es wieder eine Patrone ist. Hier mal auf meinen fetten Schoß. Alter, dieser total verschossene. Wirklich wieder vom Feinsten verschossen. Krass. Der hat natürlich immer einen Kumpel gefunden hier mit seiner Megasonde. So, wir stehen da hinten drauf. Sieht man jetzt nichts, ne? Ne, das ist halt. Ne, das ist total. Ich schaue es mir selber an. Ne, da steht nichts drauf. Auf jeden Fall wieder eine Munition. Kugel, komplett verschossen. Krass, dann sage ich mal wieder bis zum nächsten Fund. So Leute, wir haben jetzt hier das nächste Signal. Wir müssen mal kurz gucken, wo das ist. Ah! Wir haben schon wieder was gefunden. Wieder Patronenhülse. Von dem Kapseller, was wir vorhin gefunden haben. Alter, wie geil ist das denn? Wieder Kapseller. Wieder was. Wieder Kapseller. Sorry, dass ich jetzt mal ein bisschen dreckig bin auf der Hand. Das ist wieder sowas. Oder ist es eine Münze? Ne, das ist ein Kapseller. Krass. Wieder von einem Bordflugzeug. Krass. Nice. Na dann, Leute, bis zum nächsten Fund wieder. Leute, wir haben einen Ladestreifen gefunden, Alter. Wie geil ist das denn? Der ist jetzt auseinandergebrochen. Holy shit. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja mal mega. Hammer, oder? Holy shit. Okay, das ist es jetzt für mich das erste Mal, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Krass. Ladestreifen. Nice. Leute, bis zum nächsten Fund. So, Leute, da hinten ist mein Kumpel. Er sucht jetzt da noch weiter. Hat jetzt gerade ein Signal gehabt. So, ich bin jetzt hier mal in so einem komischen Luch drin. Und da habe ich jetzt was ganz Spezielles irgendwie, was ich nicht entdeckt. Vielleicht ist es Münzen oder sowas. Weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen tief drin. Was sagst du? Falle. Lauter! Falle! Falle! Ja, also die Schaufel ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei, ganz zu vergessen. So, dann schauen wir mal. Da haben wir ja schon geguckt. Nix. Da ist auf jeden Fall was. Genau da war's. Sonst ist nichts da, ne? Sonst ist nichts da. Komm, Rucksack. Ja, jetzt schauen wir erst einmal. Wo war das jetzt nochmal? Das war hier, ne? Genau hier. Schauen wir jetzt einmal hier. Sonnenmaschine aus. Dann machst du mal die Scheiße da weg hier. Den Mist da. So. Machen wir mal. Ich will es vernünftig machen. Ich will es vernünftig machen. So, machen wir den Scheißhaufen da ran. Scheiß drauf auf die Show. Ist wurscht. Scheißegal. Hinsch. Ja, schauen wir doch mal, was wir da haben. Was ist das jetzt? Sag mal. Was? 100? Ein 50er? Ja, gerade ein 50er. Thank you.
So Leute, dann kommen wir jetzt mal zum Abschluss. Letzter Fund für heute. Hier habe ich gerade ein Signal gehabt, direkt am Weg, neben dem Weg. Da ist mein Kumpel. Möchte deswegen bloß nicht erkannt werden. Da ist der Basti. Und was wir jetzt hier gefunden haben, ist wieder mal das hier. Das ist doch einfach nur der Patronenwald hier, ne? Einfach nur Wahnsinn. Stempel sieht man jetzt auch nicht unbedingt hinten drauf. Ich mache mal kurz Licht an. Da. Weiß gar nicht, ob man das ja genau erkennen kann. Wenn der Fokus mal wieder gut wird. Wenn ihr was erkennt oder so, Leute, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ansonsten kommen wir jetzt gleich mal zum Abspann. So Leute, das war's auf jeden Fall von dem Munitionswald hinter uns. Kann man dazu sagen, da hinten waren wir jetzt gerade. Da haben wir die Patrone noch gehabt. Und in der Hinsicht, was sagst du zum heutigen Video, Basti? Ja, viel Kleinzeug, aber interessant. Ja, aber das wird schon noch, ne? Was sagst du? Schon gut, oder? Hat schon passt. In der Hinsicht, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut's rein und gebt das Video ein Däumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, oder? Was sagst du nochmal? Ja, Daumen hoch. Also, bis dann, ciao, ciao.